Jo, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir eine spezielle, extravagante PET-Falle des Glückes, die quasi zu, lass mich lügen, 75% funktioniert. Ich denke, ja, das kann man so stehen lassen. Und wieder mal danke, Leute, ans Feedback, über 1000 Likes auf dem letzten Video. Ich weiß nicht, wo das noch hingehen kann, was soll, was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine, ich wünsche euch viel Spaß bei der Falle. Lasst gerne positive Bewertung, wenn es euch gefällt. Schreibt mal unbedingt auch in die Kommentare, ob die Falle schon mal ein YouTuber gemacht hat. Wenn ja, verlinke ich natürlich, weil ich weiß es nicht, weil ich habe es nicht gesehen. Und die Orte wird auch jetzt gleich während den Runden besser. Ciao. And I can't wait so we can break apart the heat. Hey, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Leute, wir haben hier direkt die Map Pine gefunden. Natürlich Creeper Kit aus, wenn das wir mit TNT haben. Und ihr werdet wahrscheinlich gleich wissen, wie die gute Falle funktioniert. Weil es ist ja relativ simpel. Und das ist die Map, die wir brauchen. Am besten jetzt vielleicht auch ein bisschen eine wie nennt sich's? Ich hab's vergessen. Moment. Am besten jetzt so, eine Schaufel. Genau, eine Schaufel wäre jetzt ganz optimal. Ihr werdet gleich wissen, warum. Nochmal 5 TNT dazu. Das ist echt gut schon mal unser Stuff. Ein bisschen Blöcke brauchen wir auch. Weil wir gleich wissen, warum. Weil die Falle ist schon hinterhältig, wenn man das so sagen darf. Wir machen jetzt die Schuhe hier noch. Zieh mal an. Dann machen wir hier eine Workbench, bauen uns eventuell noch eine Schaufel, perfekt, ist ja jetzt egal aus welchem Stuff die ist, aber am besten halt eine Dia. Und jetzt machen wir so, wir bauen uns jetzt hier ein bisschen TNT hin. Fuck, Moment, das war nicht gewollt, aber ihr könnt euch mal denken, wie die Falle jetzt hier ablaufen wird. Wir machen quasi hier unten überall TNT hin. Bisschen hiervon. Ja, da geht auch noch gut rein, Leute. Nehmen wir richtig viel von dem guten Zeug jetzt. So. Da hinten bauen wir noch runter. So, und ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Beziehungsweise, was man machen könnte damit. Hier nochmal ein bisschen. Okay, da oben kommt jetzt schon bald einer. Hier die ganze Reihe können wir eigentlich auch noch wegklatschen. Danach sollte es sogar reichen. So. Jetzt sieht man hier, okay, hier ist ein bisschen viel Dirt. Eventuell auffällig. Jetzt bauen wir uns nach unten, Leute. Nach alle. Oh mein Gott. Nach oben, Leute. So. Moment, Leute. Nein! Ich hab ihn. Well played, Bruder. Fuck, bin ich dumm. So, meine Freunde. Jetzt sollte es aber klappen, hoffentlich. Wir haben da relativ plausible, passible, solide. Ich kann dieses Wort nicht. Jetzt plausibel. Plausiblen Stuff. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt angebracht ist. Aber egal, Leute. Ich habe jetzt ein bisschen nachgeguckt, wie lange eine bestimmte Sache dauert. Und das sollte uns schon mal zum Vorteil sein. Für unseren ganzen Spaß. Ich mache jetzt, wieder gesagt, meine Schaufel. Ihr könnt euch ja, denke ich mal, die ganzen Sherlocks unter euch. Wisst wahrscheinlich schon, was ich machen möchte. So. Und wie gesagt, Leute, es ist mir wichtig, dass ihr mir gerne in die Kommentare schreibt, wenn es schon mal ein YouTuber gemacht hat, wer das war. Weil ich möchte dann nicht quasi, dass es heißt, ja, der gute S zu dem YNTE klaut mal wieder nur die Ideen von anderen YouTubern und verlinkt sie nicht. Alles klar, Leute. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also sagt mir das gerne, Freunde, wenn ihr wisst, ob das schon mal jemand gemacht hat. Weil, naja, ich möchte ja nicht irgendwie jemand anderes so die Idee wegnehmen. Wenn der was hat, dann möchte ich dem quasi auch einfach schon die Ehre geben und sage, wer es gemacht hat, bekommt es als erstes. Wir bauen uns jetzt wieder direkt. Ich brauche. Idiot, Moment. Eins brauchen wir durch selber. Ich Idiot, Alter. Das ist unglaublich, was ich einfach für eine Kacke mache. Er stackt sich jetzt wirklich zu uns. Das ist natürlich echt suboptimal. Wenn der Boy jetzt zu uns halt nicht da unten auf diese TNT-Dings kommt. Ihr wisst, was ich meine. Mach MLG. Perfekt. Der Plan von Tim geht auf. Nein, nein! Ich bin so ein Idiot. Warum verkacke ich das? Komm, Leute, wir haben noch wieder nur Pech beim Zocken. Es ist unglaublich, Mann. Egal, was wir machen, wir fliegen wieder ganz dumm durch. Aber er kommt halt irgendwie hoch und wir sterben deswegen. Fuck, zack. Lol, ich hab da. Egal, ich mach. Nein, 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 nein. Try hard von hinten. Wenn ich jetzt noch einmal sterbe, raste ich aus. Aber richtig. Das ist unglaublich, Leute. Wir gehen. Nein. Weg, weg, weg. Okay, Leute. Mach doch! TNT! Das TNT macht nichts. Da spring! Jawohl! Leute! Easy! Wir haben ihn! GG auf jeden Fall an dieser Stelle. Wir haben ihn, Leute! Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so krank funktioniert, wenn es halt, die TNT-Falle halt mal hochgeht. Also, es dann echt so gut funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. Das ist ja ganz solide gelaufen, ne? Und jetzt machen wir einfach Creeper TNT Boost. Also, jetzt ist hier einfach der MLG-Faktor ins Enorme gestiegen, meine Freunde. Wir haben den einfach richtig zerstört, ne? Mein Creeper? Ne?
Er ist sowas von RIP, er ist sowas von RIP. Oh mein Gott, er tötet sich selber fast mit dem TNT. Egal, und darauf hatte ich aber keinen Bock mehr gerade darauf. Das war mir einfach so ein bisschen hin und her und darauf. Hatte ich einfach keine Lust und ich habe auch dafür nicht die Zeit, das bei jedem so lange zu warten, weil ich gehe nachher weg und da muss ich mich ranhalten, ne? Da ist klar, Freunde, Elke Wilhelm. Lol. So Leute, ich bin jetzt wieder auf dem nächsten Try, weil gerade eben hat das alles nicht so gut geklappt. Die ganzen Tryhards, die uns da weggeholzt haben, genau. Also, ich mache da die Workbench, ganz klassisch. Also, ihr habt das hier nachher schon gesehen, wie der ganze Hase läuft. Bauen jetzt wieder hier unten diese Höhle ab und hoffentlich klappt, weil die ganzen Leute sind nur am Schwitzen und tun halt irgendwie, uns nicht töten. Also die kommen nicht auf unsere Plattform, sondern bauen uns einfach alle ab. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Und so, ich baue mich jetzt wieder nach oben, perfekt, bis der erste hoffentlich jetzt mal zu uns kommt. So, ich baue mich jetzt nach oben. Eigentlich sollte es ist ja alles eine ganz simple Falle, ne? Man muss halt nur warten, dass die Gegner halt ein bisschen abfacken und dann werden die ordentlich weggehasselt. So, der XD rafft auch nicht. Er ist da, Leute. Ich muss es, TNT. Nein, nein, ich hab verkackt. Das wäre der Free-Kill des Jahrhunderts. So, Leute, jetzt sind wir wieder auf dem Try. Ich hoffe, dieses Mal nach meiner Retard-Aktion ist es wieder einigermaßen akzeptabel, weil das ist ja echt peinlich gewesen, Leute, weil es kann mir ja niemanden antun, wie ich da gerade reingesackt habe. Moment, da ist noch ein Blöckchen über mir. So, so. Und jetzt können wir eigentlich weitermachen. Ich nehme mal 3 TNT wieder mit, Leute. Ihr kennt ja, wie gesagt, das Szenario, wie der Hase läuft. So, wir wollen uns wieder nach oben, ganz gechillt. Und kommt irgendjemand? Mann, es ist... Die gucken alle in die Mitte. Oder haben Schneebälle in der Hand und wollen mich jetzt gleich runterhauen. What the fuck? Egal, wir haben noch genügend Blöcke. Bis dann geht die Ranger gar nicht mehr. So, mach was hier, weil die Pressure Plate 1 bei der Feldfähnchen. Ich bin getimed auf Gomme. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ist einer bei mir, Leute. Einer ist bei mir. Ich könnte es schaffen. Zack. Komm, stirb. Ich habe wieder den gleichen Fehler gemacht wie vorhin. Er stirbt nicht. Er ist tot. Ich habe ihn getötet, Leute. Es hat geklappt. Ich habe ihn getötet. Heilige Maria und Josef, wir haben es geschafft, weil wir wollen nur noch die Runde jetzt gewinnen. Nur noch, es geht noch um die Runden-Win jetzt. Wir haben ihn getötet. Oh mein Gott, Leute, wir haben auch unseren ersten Kill gemacht. Unglaublich. Ne, zum zweiten damit, also. Es ist am Hasseln, die Sache. Es ist am Hasseln, am Hasseln. Moment, die Runde holen wir uns jetzt aber noch. Da ist klar, LG Wilhelm. Wir machen es aber. Nein, nein, nein. So lasch gehen wir uns jetzt nicht an. Wir machen uns die Werkbank. 2 Steaks. Ne, 1 Steak. 2 Eisen. Ein Toter. Nein. Gib ihm. Gib ihm, ich hab ihn. Nur noch einer, Leute. Gäppel essen. Erstmal den Gäppel essen. Erstmal den Gäppel essen. Das ist klar. Das ist klar. LG Wilhelm. So. 10 Cockpeps haben wir auch noch. Sonst noch. TNT. 11 Stück an der Zahl. Sonst. Schuhe. Schuhe ziehen wir an. Wir können uns noch ein bisschen was craften in Sachen... in die Diamantrichtung, aber wo ist eigentlich der letzte? Der ist irgendwo, ich weiß es nicht, Heusch. So, wir machen es aber jetzt hier. Diamantbrustplatte. Check. Diamantschwert. Haben wir schon, Freunde, haben wir schon. Diamanthelm. Check. So. Die Hose ziehen wir auch noch an und jetzt gibt nur noch einen Spieler. Wir haben einfach den Typen so krank. Weg. Gehasselt. Das ist klar. Und wo ist jetzt der letzte? Das ist die Frage. Okay, Leute, ich glaube, der müsste da drüben sein. Ich hoffe es mal zumindest. Moment. Da ist er. Da ist er, der Kleine. Wir machen jetzt einfach den MLG-Boost zu ihm rüber. Wir gehen alles oder nichts. No risk, no fun. Das ist mein Motto. So. Zack. Moment, wir brauchen... Workbench, zack. Nein, add Schneebälle. Jetzt, alles oder nichts. Und. Er wird hochgeboostet. Und stirbt ganz blöd. Ganz blöd stirbt er, meine Freunde. Sowas kann es nicht sein, das ist. Traurig, meine Freunde, traurig. So, Leute, das war's vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich mega über eine positive Bewertung freuen.
wenn ihr die Falle relativ simpel fandet und gut, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Fallen habt, nochmal. Ey, das ist unglaublich, gerade gestorben sind, aber egal. Wir sagen, wir haben unseren Frack gemacht und wir sehen uns direkt im nächsten Video wieder. Haut da rein und ciao!